Ja, da geht es wohl nicht mehr. Ich komme jetzt vom Geschäft, habe Spätschicht und freue mich jetzt aufs Wochenende. Und da komme ich auch, ich bin riesiger Hamburg-Fan, was Fußball angeht, gell? Oh Gott, auf Schwäbisch. Und das hat aber jetzt nichts mit meinem Bekanntenkreis zu tun, wo ich aus dem Internet habe, sondern die in Hamburg wohnen, sondern ich habe einen Kumpel oder einen Arbeitskollege in der vorletzten Arbeitsstelle, der war Deutsch-Türke. Der war Hamburg-Fan, ja. Der hat mir schon ein bisschen aufs Geschmäckle gebracht im Fußball und dort. Ja. Jetzt habe ich auch einen Dennis und der. Und jetzt habe ich einen Arbeitskollegen, der heißt Hassan, in jetziger Arbeitsstelle, der ist voll Hamburg-Fan. Der hat mich voll ins Hamburg-Fieber gebracht. Ganz schwarz bin ich im Gesicht. Und ja, Hamburg, die spielen morgen und gewinnen gegen Bayern, da bin ich mir sicher. Und ja, am Dienstag haben sie verloren, das hat mir nicht so gefreut. Und Nico hat Taekwondo wieder lernen. Ein Nachbar von mir, der macht Taekwondo, ich komme mit ihm gut aus. Und wenn er Zeit hat, wenn ich Zeit habe, da kann ich jede freie Stunde zu dem Gang und Taekwondo lernen. Ja, da mag ich jetzt leider nicht YouTube auftauchen, aber so ist das. Ja. Und Wohnung betreten. Oh, da haut es mir fast auf die Fresse. Ja. Also gut. Oh mein Gott. Grüß deine Fans. Die will jetzt essen. Da waren wir draußen und ich war mal unten bei meinen Eltern. Weil die Spätschicht gekriegt haben, da ist das Mädchen nicht so leu. Tierlieb. Hamburg!